Turi 2 TV, das Branchenfernsehen. Jan Christe und Andreas Lenz sind hier die Gründer von Yibase Media, dem Verlag hinter T3N. T3N gibt es jetzt seit 2005. Was ich mich frage, ihr berichtet über Technik, ihr berichtet immer über den neuesten heißen Scheiß. Wie bleibt man da selber jung und agil als Unternehmen? Eine Formel liegt sicherlich auch im Thema Mitarbeiteralter. Wir haben verhältnismäßig junge Mitarbeiter und das zweite ist auch Konferenzbesuche wie diese. Wir gucken, dass wir den Hintern in der Luft behalten und uns viel auf Veranstaltungen bewegen und da halt probieren, die neuesten Strömungen mitzubekommen. Und wir haben ein großes Redaktionsteam über die festen Mitarbeiter hinaus. Das heißt, alle 3 Jahre alle rausschmeißen und neue Junge rein? Nee, nicht so ganz. Also wir probieren halt konstante Arbeitsverhältnisse so lange wie möglich zu schaffen. Aber halt dieses frische Blut, was man zuführt in Form von irgendwie Azubis, Volontären oder auch freien Autoren, das, wie gesagt, das Redaktionsteam ist relativ groß. Und die ganzen Umgebungsfaktoren, Events und junge neue Mitarbeiter, das sind so die Quellen. Aber auch natürlich die ganze Szene der Medienwelt, Twitter und Social Media, da halt den richtigen Leuten folgen, hilft auch viel. T3N verbinde ich jetzt auch damit, das sind die probieren, auch mal verschiedene Wege aus ihren Inhalt unters Volk zu bringen. Ihr seid zum Beispiel, glaube ich, die ersten gewesen in Deutschland, die ihre Artikel auch über Slack verbreitet haben. Muss man jedes neue Tool, was auf den Markt kommt, ausprobieren als Redaktion heute und muss versuchen, da reinzukommen? Also ausprobieren würde ich sagen, auf jeden Fall. Man muss sicherlich nicht überall mitmachen und alles dann auch konsequent weiter nutzen, aber ich finde es extrem wichtig, dass man da eine gewisse Offenheit sich behält und diese Dinge einfach erstmal selber ausprobiert, weil wenn ich es nicht selber wirklich mal probiere, mich irgendwie in Slack, in Snapchat, in alle möglichen Kanäle mal reinbegebe und die wirklich selber versuche zu begreifen und irgendwie zu verstehen, wie das funktioniert, dann fällt mir eine Bewertung einfach schwer und dann bin ich halt irgendwie davon abhängig, dass ich irgendwie mich von anderen Leuten beeinflussen lassen. Und ich finde es einfach wichtig, dass man auch im Unternehmen so eine Kultur der Offenheit und des Ausprobierens irgendwie kultiviert, weil das letztendlich auch damit zu tun hat, dass man eben, wie du eben schon gesagt hast, an den Themen dranbleibt und irgendwie eine Offenheit sich behält. Das finde ich extrem wichtig. Andreas Lenz ist der Mann für die Vermarktung. Wie kann man denn an Nutzern künftig noch was verdienen, die ihre Inhalte nur noch über Drittplattformen, zum Beispiel auch über WhatsApp bekommen? Also ein Leser, der T3N nur noch über WhatsApp liest. Ja. Bei WhatsApp ist es ja so, dass wir halt nicht die ganzen Artikel veröffentlichen, sondern eigentlich nur Anreißer bieten. Oder wenn man jetzt weiterguckt bei Facebook mit Instant Articles, da ist schon der ganze Content von uns dann zu haben. Da gibt es aber auch Vermarktungsmodelle mit Facebook zusammen. Also auch dort lassen sich Einnahmen generieren. Und es ist schon auch unser Blick, dass wir neben dem Nutzen der Plattform halt auch immer gucken, wie lassen sich die für uns vermarkten. Und manchmal ist auch ein Reichweitenzugewinn ein legitimes Vermarktungsmodell. Und nur irgendwo muss man dann ja auch das Geld herholen aus diesen gewachsenen Zahlen. Genau, das machen wir mit einer guten Mischung. Also wir haben Verzeichnisdienste wie Jobbörsen oder Verzeichniseinträge von Firmen, die semantisch passend im Content ausgespielt werden. Und wie gesagt, also es ist schon auch wichtig, dass ein Facebook bei Instant Articles oder ein Google bei Google Amp eben Vermarktungswege für den Publisher bereitstellt. Und das tun Facebook und Google eben auch. In welcher Größenordnung und Dimension man dort Geld verdienen können wird, ist schwer zu sagen. Aber ich denke, es kommt da auf die Tests an. Und unser Vermarktungs- und Mischmodell bei den Einnahmen, um das mache ich mir wenig Sorgen. Da kommen einfach neue Modelle dazu, die man schnell adaptieren muss, denke ich.